Stirbt heute die Hoffnung auf sinkende Zinsen oder bekommt diese Hoffnung vielmehr sogar neuen Auftrieb? Denn eins ist klar, wenn heute die Inflationsdaten höher als erwartet ausfallen dürften, dann hat die Fed große, große Schwierigkeiten in irgendeiner Form zu begründen, warum sie die Zinsen senken muss. Das gilt vor allem für die Juni-Sitzung. Wenn also heute die Inflationsdaten höher ausfallen sollten als erwartet, dann ist eine, aus meiner Sicht zumindest, eine Juni-Zinssenkung erst einmal vom Tisch, denn es würde sich dann zeigen, dass die Inflation wieder ganz klar nach oben tendiert. Auf der anderen Seite haben es die Märkte immer geschafft, irgendwie ihre Zinssenkungshoffnung zu verschieben und gleichzeitig Trostpflaster zu suchen und zu finden. Das war vor allem KI. Das Momentum bei KI, künstliche Intelligenz, ist aber so ein bisschen raus, wie man aktuell etwa an der Nvidia-Aktie sieht. Wir wollen uns im Vorfeld der Daten 14:30 heute mal anschauen, wie die Lage ist im ökonomischen wie auch im Marktbereich. Und wir fangen mal mit den Märkten an. Hier sehen Sie schon rechts eine Headline: Stock Market Rally Faces Key Test. Will Hot Inflation Data Kill Rate Cut Hopes? Also wird die Zinssenkungshoffnung gekillt heute. Der Dauerbulle Tom Lee sagt, na, ich erwarte eine Rallye nach diesen Daten, denn grundsätzlich ist die Fed jetzt auf Seiten der Märkte, will tendenziell die Wirtschaft unterstützen. Wir haben auf der anderen Seite einen Mike Wilson, der sagt, achtet auf die Reaktion der 10-Jährigen, wenn die 10-Jährige wieder deutlich nach oben schießen sollte, weil die Rendite derselben, weil eben die Inflation hoch ist, dann wäre das natürlich ein Belastungsfaktor für die Märkte. Hier sehen wir nochmal die Dinge, wie sie gelagert sind, 0,3% zum Vormonat und nur 3,4% zum Vorjahresmonat. So die Erwartung in der Kernrate 0,3 und 3,7. Sie sehen unten schon latente dieses Steigerungsszenario, was wir hier in den letzten Monaten gesehen haben bei der US-Inflation. Das sind die Monatswerte zur Inflation in den USA. Und jetzt schauen wir uns mal als Vergleich an die Non-Farm Payrolls, also die neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft in den USA, und den Global Manufacturing Einkaufsmanager Index. Und wir sehen, der ist zuletzt stetig nach oben gegangen. Auch der ISM Einkaufsmanager Index Gewerbe ist ja jetzt wieder über 50 gekommen nach 5.327 Jahren. Also wir sehen, die Daten aus dem März sind schon da für den Global Manufacturing PMI. Der ist nochmal höher gegangen und möglicherweise gibt es da einen Zusammenhang eben auch mit der US-Inflationsentwicklung und eben auch mit den Non-Farm Payrolls. Jedenfalls, dass Sie das mal sehen, dass da vielleicht ein Zusammenhang bestehen kann. Hier sehen wir nochmal die Erwartung der Analysten: 0,29 gesagt, die Medianerwartung 3,4, die Headline-CPI-Erwartung, da sind fast alle in diesem Boot, bis auf Bank of America. Wichtig wird aber Core, Kerninflation, denn es sind ja die Energiepreise gestiegen, die Rohstoffpreise gestiegen. Dementsprechend ist die Fed immer fokussiert auf die Kernrate, weil sie sagt, naja, Nahrung und Energie sind volatil, das kann sich schnell ändern. Hier sehen wir, da sind praktisch alle im Camp, was die Vorjahreszahl betrifft, von 3,7% und 0,27% zum Vorjahresmonat. Es ist also ein Schwanken zwischen 0,2 und 0,3. Wenn wir uns das hier nochmal anschauen, dann sehen wir, hier ist ja 0,3 festgesetzt. 0,2 wäre natürlich für die Märkte, die bullisch orientiert sind, oder für die Marktteilnehmer, die bullisch orientiert sind, natürlich sehr, sehr gut. Aber ein wichtiger Bereich bei dieser Inflation ist so ein bisschen eine Blackbox, nämlich Housing. Also alles, was mit irgendwie dazu zählte Miete, dann die sogenannte Homeowners Equivalent Rent, also die Miete, die ein Eigentümer eines Hauses nehmen würde, wenn er sein Haus vermieten würde. Und hier gibt es ja so ein bisschen widersprüchliche Darstellungen. Hier sei einerseits Shelter, also Miete,
nur noch bei 0,37%, während dagegen die OER, das ist die Homeowners Equivalent Rent, sogar jetzt wohl nochmal gestiegen ist. Also unklar, was da passiert in Sachen Miete, und wir werden gleich sehen, wie wichtig in Sachen Housing, und wir werden gleich sehen, wie wichtig das Ganze ist. Auf der anderen Seite wird man hier auch verwiesen auf die Fahrzeugpreise, Neufahrzeuge, vor allem gebrauchte Preis. Die gebrauchte Preise oder die Preise für Gebrauchtwagen, um es mal so zu formulieren, seien zurückgegangen. Das dürfte die Zahl drücken. However, wir schauen uns jetzt eben mal die Gewichtung in der ganzen Geschichte an, und da sehen wir eben diesen überragenden Anteil von Housing. Da spielt Energie allerdings auch eine Rolle mit 42,36%. Der zweitgrößte Bereich ist dann Transportation mit 18,2%. Transportation ist eben alles, was mit Transport zu tun hat, und da dürfte vor allem natürlich Inflation reingekommen sein, meine Damen und Herren. Und insgesamt sehen wir, dass nach wie vor 53% aller Komponenten, das sind hier nur die Kategorien, aber nicht die einzelnen Komponenten, 53% aller Komponenten liegen mindestens 4% über dem Vorjahresmonat. Das ist sehr, sehr hot. 65% dieser Komponenten über 2%. Und vor allem wichtig natürlich, weil das in alle Bereiche des wirtschaftlichen Lebens reinstrahlt, eben die Benzinpreise. Oben sehen wir mal einen Vergleich zwischen Benzinpreisen, die jetzt durchschnittlich für die Gallone bei etwa 3,60 Dollar liegen, und die Headline CPI als Vergleich in diesem Chart. Und wir sehen, da gibt es wahrscheinlich einen Zusammenhang. Die Inflation reagiert dann mit etwas Verzögerung meistens auf diese Spritpreise. Hier sehen wir mal National Average Gas Prices. Da waren wir vor einem Monat noch um und bei 3,39. Jetzt sind wir bei 3,60. Und rechts sehen Sie, meine Damen und Herren, die Benzinpreise in den USA und die Großhandelspreise. Und das, was hier hellblau ist und weiter oben steht, das sind die Großhandelspreise. Das heißt, die Einkäufer haben bereits höhere Kosten, die sie dann weitergeben werden an die Konsumenten. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Benzinpreise mit hoher Wahrscheinlichkeit in den USA weiter steigen werden und damit eben die Inflationsdynamik weiter schüren, ebenso wie die Rohstoffe. Hier sehen wir mal den Rohstoffindex verglichen mit CPI, also mit der Inflation. Und wir sehen, ja, da hatten wir ein Tief bei den Rohstoffpreisen in die Februar, und dann ging es im März nach oben, und im April setzt sich diese Entwicklung weiter fort. Das wird dann vor allem wichtig für die morgigen Erzeugerpreise, die man auch auf dem Schirm haben sollte, denn diese Erzeugerpreise dürften stärker eben von Energie, von Rohstoffpreisanstiegen beeinflusst sein, dürften die Kosten der Unternehmen deutlich verteuert haben, und dann stellt sich die Frage, naja, geben wir die gestiegenen Kosten weiter an die Konsumenten oder verzichten wir auf Marge? Werden wir heute die erste Miss sehen bei den Inflationszahlen 2024, also das erste Unterbieten sozusagen. Wir haben ja jetzt im Grunde dreimal höhere, oder die letzten drei Monate waren jeweils höher als erwartet. Und jetzt sind wir insgesamt 36 Monate in Folge über dem Ziel der Fed von 2,0%. Und wenn die Inflation bei 3,4 wäre, dann wäre das der zweite Monatsanstieg in Folge. Das haben wir seit September 2023 nicht mehr gesehen. Und die Goldmänner sagen, naja, wenn die Zahl niedriger reinkommt, dann wird natürlich eine Alles-Rally stattfinden. Dagegen, wenn sie höher reinkommt, dürfte breites Risk-Off der Fall sein, denn die Positionierung, die sei relativ extrem. Zu achten ist vor allem auf Core PCE. Kann also sein, dass die Headline CPI höher reinkommt als erwartet, wegen Energie und diesen ganzen Geschichten, aber die Core, also die Kernrate ohne Nahrung und Energie, eben nicht, vielleicht sogar ein Tick niedriger. Das wäre dann diese schwierige Ausgangslage, die die Märkte hier dann zu bearbeiten haben. Und JP Morgan hat jetzt mal hier einen praktischen Fahrplan entworfen, was zu tun ist. Wenn also die Inflation zwischen 0,2 und 0,3 reinkommt, gute Chance von 37,5%, dann sagt man, würde der S&P ein halbes bis ein Prozent steigen. Wenn CPI zwischen 0,3 und 0,4 reinkommt,
dann würde es einen Verlust geben von 0,25% bis minus 1%. Wenn die Inflation niedriger ist, also nur 0,1 oder 0,2%, dann würde eine Alles-Rally stattfinden zwischen 1,25 und 1,75%. Und wenn die Inflation über 0,4% läge, also sehr, sehr hoch, wäre 10% Wahrscheinlichkeit, dann dürfte es einen Abverkauf geben und so weiter und so fort. Also das sind so ein bisschen die Szenarien hier, die JP Morgan entwirft. Wenn man die Amerikaner fragt, dann leiden die natürlich sehr stark an Inflation. Und so haben bei einer neuen Umfrage jetzt 63% der Befragten geantwortet. Also sie fürchten, eher pleite zu gehen als zu sterben. Das sind fast zwei Drittel, die das sagen. 43% wiederum dieser Leute sagen, dass die hohe Inflation beiträgt zu ihrer Sorge, pleite zu gehen, nicht mehr die Rechnungen begleichen zu können. Und ein Twitter-Kommentar, sold at the top, sagt hier, die Fed hat die Kontrolle über die Inflation verloren und vor allem über die Inflationspsychologie verloren. Ich glaube, das ist genau der zentrale Faktor. Das ist praktisch a genie out of the bottle, also praktisch ein Geist, der aus der Flasche rausgegangen ist. Den kriegst du nicht wieder rein, außer es kommt eine Rezession. Nur eine Rezession kann wahrscheinlich diese Inflationsdynamik in den USA stoppen. Und Sven Hendrik, wenn wir jetzt mal zu den Märkten kommen, hat die Frage gestellt, hat hier jemand möglicherweise die heutigen Daten geleakt, weil es ja plötzlich gestern ziemlich scharf nach unten ging, aber dann ging es zum Ende wieder scharf nach oben. Also es ist wirklich hier, naja, Nervosität kann man sagen, vorhanden. Das sieht man auch dann im gestrigen Tagesgeschehen. Oben sehen Sie mal die verschiedenen Indizes in den USA. Relativ zu Anfang dann ein scharfer Abverkauf und am Schluss dann wieder plötzlich Booms nach oben. Manche sagen, das liegt an den Aussagen von Bostic, der gesagt hat, naja, wenn der Arbeitsmarkt schwächer wäre, könnten wir früher die Zinsen senken. Wenn Disinflation der Fall wäre, könnten wir früher senken. Aber das sind natürlich alles sehr allgemeine Aussagen. Er sagte eben auch, es kann sein, dass wir Zinssenkungen verschieben werden müssen, immer weiter nach hinten verschieben werden müssen. Also ich weiß nicht, ob die Aussagen von Bostic, dem Festmitglied, wirklich davon oder hier ursächlich sind für das, was da an den Märkten passiert ist. Zero-DTI-Optionen haben hier eine maßgebliche Rolle, sowohl beim Abverkauf gespielt, als auch dann bei der Bewegung nach oben. Da wurden dann massiv Calls gekauft und hier sehen wir nochmal diese zwischenzeitliche Bewegung Anfang nach unten in allen Asset-Klassen, eben nicht nur Aktien, sondern Renditen nach unten, Öl nach unten, Magnificent Seven nach unten, auch Gold nach unten. Manche haben ja dann gestern kommentiert, ja, wie Gold ist doch gar nicht gefallen. Ja, natürlich, übergeordnet ist es in den letzten Wochen natürlich gestiegen, das ist mir auch klar. Aber wir sehen diesen Abverkauf hier, den ich gescreenshottet habe, von gut $20 in relativ kurzer Zeit, danach dann wieder Erholung, wie in diesen ganzen Märkten. Aber manche wollen das offenkundig nicht so ganz zur Kenntnis nehmen. Interessant ist, dass gestern diese High-Beta-Momentum-Werte wie eine Nvidia, wie eine Eli Lilly, eine Mastercard, eine Meta, dass die verloren haben, dagegen haben Apple, Microsoft und Tesla zulegen können. Also vor allem Apple und Tesla, die Werte, die ja zuletzt nicht so schlecht, nicht so gut gelaufen sind, dagegen die Highflyer wie Nvidia, Eli Lilly unter Druck. Und auch interessant ist, dass wir sehen, dass die Aktien, die jetzt im letzten Jahr besonders gut waren, die schlechtesten Aktien heute waren, und die besonders schlecht waren heute, die gestern die besten Aktien waren. Das hat wahrscheinlich zu tun mit Taxes, mit den Steuern, denn die Amerikaner müssen ja am 15. April ihre Steuern bezahlen, und da wird wahrscheinlich der eine oder andere seine Gewinne in den Gewinneraktien mitnehmen und sich da also rausziehen. Wir sehen erhöhte Volatilität. Die Volatilität ist deutlich angestiegen. Fällt dann auch wieder sehr deutlich, so wie gestern zum Handelsende. Aber der VIX etwa bei 15, der Goldman Sachs Panic Index. Jetzt auf dem höchsten Stand seit Oktober. Oktober war ja der Boden dann, von dem ausgehend diese massive Rallye stattgefunden hat. Aber seitdem, seit einiger Zeit, ist jetzt ein bisschen der Wurm drin. Wir sind aus diesem Aufwärtstrend seit Ende Oktober raus
gefallen. Die Frage wird jetzt sein, ob wir unter diese rote Kerze fallen, die wir am Donnerstag letzter Woche bei einem geradezu kaskadenhaften Abverkauf gesehen hatten mit dieser fetten roten Kerze. Sollten wir dieses tiefste Niveau, was wir da im Tief gesehen haben, unterbieten, wäre das extrem negativ, oder positiv wäre, wenn wir wieder in diesen Trendkanal nach oben reinkommen. Der Nasdaq läuft im Grunde seit, wenn man so will, Wochen seitwärts, bum, 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 rauf, runter, runter, rauf. Ist aber auf jeden Fall nicht mehr der Treiber der Rallye, wie das so lange der Fall war. Abschließend, meine Damen und Herren, noch gestern eine hässliche dreijährige Auktion von US-Staatsanleihen. Kann auch damit zu tun haben, dass niemand sich da mal vorher zu weit aus dem Fenster lehnen wollte und Staatsanleihen kaufen wollte vor den heutigen Inflationsdaten. Wir sehen High Yield gestern bei 4,54. Bei der letzten Auktion waren es noch 4,25%. Also die Schuldenaufnahme der Amerikaner ist damit deutlich teurer wieder geworden mit dieser Auktion, die ja riesig war. 58 Milliarden Dollar mit einer Auktion mal eben aufgenommen. Unfassbar. Die Indirects, das sind die Ausländer, nur mit 60,3%, der niedrigste Wert seit Dezember. Also sehr, sehr mäßig, und die Anleihenmärkte sind also offenkundig nicht bereit, hier zu niedrigen Renditen die US-Schulden zu kaufen. Schulden ist auch das Thema hier in Sachen China. Fitch hat jetzt den Ausblick für China auf negativ gestellt. Gerade wo die Janet aus Peking abgereist ist, werden die Chinesen das durchaus als Affront werten. Wegen dem stetigen Anstieg der Verschuldung in China. Jetzt würden manche sagen, ja gut, in China steigen die Schulden stetig, in den USA geradezu explosiv. However, hier sehen Sie nochmal in meiner ersten Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, was genau da moniert wird von Fitch, welche Auswirkungen das auf die Märkte auch haben könnte. Erste Empfehlung, Social Media Buttons da oben bitte teilen. Und die zweite und letzte Empfehlung, kein Ende des Fed-Dramas. Die Vorschau auf die heutigen US-Inflationsdaten, alles was Sie im Vorfeld wissen müssen, auch das bitte gerne über Social Media verteilen. Und wir sehen uns dann hoffentlich, die Links natürlich unter dem Video, wir sehen uns dann hoffentlich 14:30 oder hören und oder lesen uns 14:30. Da bringen wir auf Finanzmarktwelt natürlich die Inflationsdaten jetzt erstmal einen guten Start in diesem Mittwoch. Servus, ciao.